Warum sind wir nach Kairo gekommen? Warum sind wir nicht einfach in Deutschland geblieben? Danke fürs Einschalten. Spontan seid ihr mit dabei. Samia und Magdi chillen am Balkon. Schaut es euch selber an. Okay. Mhm. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier mal mit ein bisschen Butter. Pasterma, frisches Pasterma. Drei Eier. Das ist mein tägliches Frühstück, Leute. Every day esse ich das zum Frühstück. Bisschen Proteinbrot, lecker. Und jetzt schaut euch mal hier die Konsistenz vom Ei an. Soft. So werden deutsche Eier, finde ich, nie. Seht ihr das hier? Ohne Salz, ohne Pfeffer mache ich das, weil das Pasterma schon so viel Salz und Pfeffer hat. Oder Pfeffer nicht, aber Salzgehalt, dass es einfach super lecker schmeckt. So, Freunde, jetzt gehen wir kurz zusammen frühstücken. Dann halte ich euch am Laufenden mit den nächsten Plänen. So, Frühstück ist fertig, Freunde. Sieht man das hier? Ei, Pasterma, zwei Scheiben Brot. Und was darf man nicht vergessen? Chili Sauce. Diese Soße habe ich hier entdeckt. Super Soße. Wir sind angekommen, haben die letzten 4-5 Tage jetzt hier verbracht. Erstmal nicht viel passiert. Ich habe auch noch nicht angefangen zu filmen. Heute ist der erste Tag wirklich, wo ich jetzt hier filme. Die Reise ist super gelaufen. Wir sind gut angekommen. Waren 2-3 Mal was essen mit ein paar Freunden von Samia. Warum sind wir nach Kairo gekommen? Warum sind wir nicht einfach in Deutschland geblieben? Wir waren ja vor 3 Monaten hier und da hat Samia einen Modelvertrag unterschrieben hier in Kairo und hat auch schon ein paar Jobs gemacht. Und jetzt haben wir einfach uns entschieden, dass Samia das zu ihrem Hauptberuf macht. Und deswegen sind wir jetzt erstmal hierher gezogen. Jetzt ist erstmal geplant, 6 Monate hier zu bleiben. Und deswegen sind wir hierher gezogen, damit Samia das zu ihrem Hauptberuf machen kann. Das ist der Hauptgrund, warum wir hier in Kairo jetzt leben. Wie lang wollen wir bleiben? Was ist geplant? Von der Zeit her ist jetzt erstmal 6 Monate geplant. Ob länger oder kürzer, wissen wir nicht. Aber 6 Monate ist jetzt mal geplant. Und das ist die Zeit, die wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier bleiben wollen. Deswegen haben wir jetzt erstmal Wohnung und alles gekündigt. Wir wären in München auch umgezogen, weil die Wohnung uns deutlich zu klein war. Aber jetzt haben wir gesagt, bevor wir jetzt in München wieder uns eine neue Wohnung suchen und da wieder Geld bezahlen, obwohl wir gar nicht in München aktuell bleiben wollen, haben wir jetzt gesagt, wir gehen jetzt nach Kairo und probieren es erstmal dort. Nächster Plan ist, hier in Kairo wollten wir eigentlich eine Wohnung mieten, irgendwo in New Kairo oder keine Ahnung. Wir wohnen sehr zentral, jetzt trotzdem in Kairo und das ist die Wohnung von Samias Papa oder Samias Eltern. Plan ist hier nur, dass wir diese Wohnung komplett Umbau, neue Böden, neue Wände, gewisse Möbel kommen raus, gewisse Möbel werden gelagert, gewisse Möbel werden weiterhin benutzt. Das ist jetzt der Plan, das ist, glaube ich, eine 120 Quadratmeter Wohnung, also es ist viel zu tun. Ich wollte euch damit einfach kurz am Laufen halten, damit ihr wisst, was jetzt hier passiert. Und auf was ihr auf jeden Fall gespannt sein könnt, ist geile Videos, ja, viele Videos. Mein Plan ist es, jeden Mittwoch, jeden Sonntag Content für euch zu machen, aber nur qualitativen Content. Das heißt, wenn ich am Samstagabend merke, hey, das Video ist nicht gut, dann lade ich keins hoch. Ich finde, Qualität ist wichtiger wie Quantität. Und jetzt sagen wir mal, guten Appetit, Freunde. Liken, kommentieren nicht vergessen. Jeder, der bis hier jetzt geschaut hat, schreibt Wörter oder Sätze unten in die Kommentare. Ich habe eine geile Konzeptidee. Und zwar diese Wörter oder Sätze von jemandem vorlesen zu lassen, der kein Deutsch kann. Ich glaube, das könnte ein sehr, sehr lustiges Video werden und sehr unterhaltend für euch, für uns. Peace.